Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, bekannt als auch Mr. T. Heute zu einem ganz wichtigen Thema. Warum? Weihnachten steht vor der Tür. Ich habe auch schon die ersten panischen E-Mails, die ersten panischen Aufrufe über alle möglichen Plattformen erhalten. Weihnachten, was soll ich tun? Hilfe, ich werde fett. Ich werde fett über Weihnachten. Fett. Es gibt drei Möglichkeiten. Und zwar die allererste Möglichkeit ist folgende. Weihnachten ist Weihnachten, ich esse das, was auf den Tisch kommt und lebe damit, dass ich eben innerhalb der Woche, so bis zum 1. Januar, das ein oder andere Pünktchen mehr auf der Hüfte habe und sorge dann wieder im Januar dafür, durch mein geschultes Wissen, durch Anschauen von Mr. T's Videos, wie ich das wieder runterkriege. Zwei Wochen später ist alles wieder gut, alles wieder weg. Wunderbar. Eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, ich kompensiere. Kompensiere, was heißt das? Ich gehe einfach her. Ich weiß, ich esse in den Tagen einfach viel zu viel, weil man halt überall eingeladen ist. Man ist zum Mittagessen eingeladen, zum Abendessen eingeladen. Da gibt es noch Weihnachtskekse, da gibt es noch Nikoläuse, was weiß ich was alles. Und das muss ich natürlich essen. Warum? Weil ich Spaß dran habe, weil es mir gut tut, weil mein Köpfchen dadurch, wie soll man sagen, einen Flow bekommt. Kein Flöhe, sondern Flow nennt man das. Das ist eine Endorphinausschüttung, Glückshormonausschüttung und sagt, oh, mir geht's gut. Da gibt es die Möglichkeit zu kompensieren. Man geht ganz einfach her und macht an diesem Tag ein bisschen mehr Sport und sagt, ja wunderbar, wir haben ersten Weihnachtsfeiertag, zweiten Weihnachtsfeiertag. Ich weiß ja sowieso den ganzen Tag, was ich machen soll. Mir ist ja eh ein bisschen langweilig und bevor ich mich noch weiter vollstopfe, mit irgendwelchen unnötigen Zeug, kann ich hierher gehen und könnte jeden Tag eine Stunde mehr Sport machen. Ist eine Möglichkeit. Und durch die Stunde Sport kompensiere ich wieder die eine oder andere Kalorie. Das wäre Nummer zwei. Die Nummer drei. Was ist die Nummer drei? Die Nummer drei ist, ich ernähre mich weiterhin so gesund wie möglich. Warum? Weil ich drauf stehe, weil ich es mag, weil es mir gut tut, weil ich mich wohlfühle, weil ich das ganze Jahr mache. Ess auch beim Weihnachtsessen mit, lass halt eben die Schandtaten weg, die mir vielleicht sogar nicht gut tun, weil danach sich mein Bauch nicht gut anfühlt, weil danach ich völlig platt bin, weil ich danach müde bin. Lass einfach das ganze Zeug weg. Das war die dritte Möglichkeit. Drei Möglichkeiten gibt's. Und welche Möglichkeit nutzt ihr? Ich nutze Möglichkeit 2 und 3. Das ist alles weniger schlimm. Was schlimm ist, ist, wenn man über Weihnachten sich vollstopft mit allen möglichen unnötigen Dingen und dann im Januar am 1. anfängt zu jammern, ja, ich weiß gar nicht warum, jetzt habe ich 3 Kilo zugenommen, 4 Kilo und ich nehme sie nicht mehr ab, ich weiß nicht, wie es geht. Das ist tragisch, weil so schwer ist es nun auch mal mit rein. Das war's schon, Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe zum Thema, wenn ich an Weihnachten zu viel esse, und die Wahrscheinlichkeit besteht, dass ich zu fett werde, was in der Regel sowieso nicht funktioniert, weil wenn, dann wird man fett nicht zwischen Weihnachten und Neujahr, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten. Nicht vergessen, ihr habt jetzt drei Optionen, sucht euch eure raus. Wer nicht weiterkommt und im Januar sagt, um Gottes Willen, ich komme nicht mehr weiter, kann mir helfen, ich kenne jemanden, der das Riemacher-Person aus Karlsruhe, bekannt als Mr. T, der hilft dir.